zusammen mit der lieben Jenny. Halli und hallo, natürlich mit den lieben Mike, genau. Und mal wieder. Irgendwann lernst du es nochmal. Ja, sag jetzt nichts. Und natürlich mit dem und der lieben Blue Jenny. Und ja, wie auch immer. Hallo, mir geht's zweimal. Ja. Yeah. So, wir haben diese Folge vor. Ich glaube, wir brauchen eine Pause. Wir haben diese Folge vor. Wir können kein Ding machen. Mist, können wir doch. Wir haben diese Folge vor, Blood Magic anzufangen. Dazu müssen wir Blood Ore machen. Das heißt, ich werde erstmal hier reingucken. Blood Orb. Okay. Etwas an der Waffe. Wo ist denn das Sacrifice-Ding? Was? Was? Wir haben auch sicherlich irgendwo gelbe Blumen, oder? Ja. Ach so, mit A wird's geschrieben. Oh. Du brauchst dafür gefärbte Glasscheiben. Yellow? Gefärbte. Gelb haben wir. Sicherlich irgendwo. Nein, ich besorge mal kurz das gelb. Also, ich muss jetzt nur mal rausfinden, wie man das craften kann normalerweise. Wie viel gelbe Farbe brauchen wir? Ach, man braucht Keramik. Ich habe echt gerade keine Lust mehr. Ich hab's schon zusammen. Ich wollte es craften. Hast du es gecraftet? Ja. Hast du schon zusammen gecraftet? Komm her. Warte. Nicht rausnehmen, ich hab's schon gemacht, aber. Ja, warte mal. Ich komm hoch. Also war jetzt die gelbe Farbe umsonst? Nee, die braucht man auch. Oh, wo ist der? Hier rein? Okay, das ist hier. Okay, gut. Die gelbe Farbe. Dann. Also, warte mal, ich zeige euch mal kurz das Rezept. Hier. Ich sollte vielleicht auch das Richtige nehmen. Mit dem Alloy-Smelter mit Redstone, Gold und so. Genau, ja. Und dann kann ich eins rausnehmen. Ja. Dann erklär du mal Blood Magic. Darf ich auch den anderen rausnehmen? Zwei? Klar, der zweite ist für dich. Okay, danke. Also, Blood Magic. Es geht im Blood Magic darum, dass du dann entweder dein Blut oder jemand ein fremdes Blut dafür spendest. Verschwendest, okay. Spendest. Und dadurch kannst du dein Altar mit Blut auffüllen. Und im Gegenzug kannst du dein Blut in einen Gegenstand aufladen und verschiedene Sachen daraus kriegen. So, Claim. Wir können das nächste noch nicht machen. Also, kann man sich hier einen Strick craften? Warum? Guck dir mal an, was man für einen Blattaltar braucht. Da ist er. Also, diese Electrical Steel Armor geht ja noch, aber einen Resonant Portable Tank? Wir brauchen Enderum Ingots. Also, ich rechne mal zusammen. Wir bräuchten 7, 8, 9, 10, 11 Enderium. Nein, das heißt, wir bräuchten 1, 2, 3, 4. Warte, wir brauchen mehr. Das sind 11 Enderium. Okay, 11 Enderium, ja, gut. Das heißt, das sind 6 Enderperlen schon mal. Dann brauchen wir noch 4 Emeralds, die wir nicht haben. Plus nochmal 8 mal 4 wären 24. Das heißt, was ist denn die nächste 9er Potenz? 3, 27. Das heißt, da bräuchten wir nochmal 3 Enderperlen. Das heißt, 9 Enderperlen. Plus nochmal 9 Enderperlen. Das heißt, 18 Enderperlen. 19, 20 Enderperlen. 21, 22 Enderperlen. Darf ich mich jetzt erhängen? Nein. Es ist Nacht, ich habe jetzt
Enderding und ich gehe jetzt los. Ich doch nicht schlafen gehen! Wir brauchen 22 Enderperlen, nicht geschlafen! Spastiker! Ihr habt Sorgen. Wenn wir könnten mit Botania Basics anfangen, dann könnten wir mit 2 Enderperlen ein Safari-Net bauen. Da kenne ich mich gar nicht aus mit Botania. Da musst, also die Grunddinge kenne ich von Botania noch. Dieses Grund. Du weißt doch, wie man irgendwie Mana produziert, oder nicht? Ja. Ja, also. Aber das ist extrem lange her, also. Welche Blumen brauchen wir? Was braucht man für eine Farming Station? Machen wir da erstmal weiter. Okay. Arlemite Ingot von RPG haben wir, oder? Eine Farming Station. Farming Station? Wo hast du eine Farming Station? Ender.io? Die könnten wir sogar bauen. Ja, die könnten wir bauen. Dann lass uns mal eine Farming Station bauen. Farming? Einfach Farming, oder? Ja, Farming. Aber die Frage ist auch, was uns das bringen würde. Also wenn ich Farming hingeschreibe, Farmen? Ja, F-A-R-M-I-N-G. F-A-F-A-R. M-I-N-G. Farm und Ing. Ja, okay. Okay, ich kann den Stick, dann mache ich ganz kurz die Ho. Okay. Du kannst auch das Machine Frame machen. Das ist auch nicht so viel Arbeit. Nee, ich mache die Ho. Da kümmere ich mich um den Rest. Ich mache jetzt die Ho. Ja, wow. Ho. Du wolltest mir craften helfen. Ja, deswegen mache ich auch die Ho jetzt. Manchmal denke ich echt nur, du bist so blöd, und dann weiß ich, du bist es wirklich. Das ergab keinen Sinn. Nein. Manchmal hoffe ich, du tust nur so, als ob du so blöd wärst, und dann weiß ich, du bist es. So. Also ich soll die Machine Casing machen, hast du gesagt? Ja. Okay. Zwei Solarium und... Das heißt Gold Nugget, Copper Ore und Redstone. Guck mal bitte im Crafting Table, da ist schon mal was drin. Ja, kurz rausnehmen. Also ich habe die ganze Zeit jetzt so gecraftet, ohne euch alles zu zeigen. Also du musst jetzt nicht unbedingt damit anfangen, alles im Kleinsten die Zeit zu zeigen. Nee, aber ich will für mich durchgehen. Ja, so. So. Sauer Gold Nuggets. Was habe ich gesagt? Redstone brauchen wir noch. Redstone ist hier in der Crafting-Kiste drin sonst. Ich habe jetzt den Stack schon rausgenommen. Da bräuchte ich nochmal 2 Solarium und wir haben nur 1. Sag mir bitte, wir haben irgendwo noch Soul Sand. Müssten wir eigentlich haben. Copper, 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 Copper. In der Ingot-Kiste. Habe ich. Ah, ja, gut, wir haben einiges. Ich investiere mal 32 Gold. Ja, wobei, wir haben kaum noch Gold. Egal. Wir brauchen es irgendwann. 2. Hä, warum? 1, 2. Kriegt der jetzt nicht genug Strom? Okay, da brauche ich. Hä? Eisen? Mist, den habe ich gar nicht angeschlossen. Das erklärt vielleicht, warum der keinen Strom kriegt. Info Ingot. Jetzt kriegt er auch wieder Strom. Also, 2 von denen. 1 Kopf. Was war der Rest noch? 1 Redstone und 2 Silikon. Iron Tin brauche ich. Und was muss er noch rein? Eisenaxt und eine Schere. So. Okay. Tin.
Iron. Gut. So. Na, ja, er läuft gut. Wie weit bist du? Machine Casing. Ja. Oh, da, gleich. Sonst, wenn ich dir helfen soll, musst du sagen. Nee, ich musste mir alles gerade wieder zusammensuchen, alles gut. Ja, weil das meiste ist halt hier auch in der Kiste unter anderem drin. Hast du Syrup Bricks? Glas? Syrup Bricks sind hier jetzt noch 12. 16. Und wir haben hier drüben noch einen ganzen Haufen. Wo hast du Syrup Bricks? Hab ich dir gerade zugeschmissen. Oh, da, danke. Und hier sind noch weitere. Danke. So. Und an sich, ich hab jetzt. Ja, nur noch die Maschinenframe fehlt. Ja, kann ich machen, wenn ich das. Da. Was eins. Brauchst du noch? Ah, mir fehlt Glas. Warte mal, ich muss das Glas mal kurz rausnehmen. Ja, mir fehlt nur Glas, alles gut. Haben wir noch irgendwelche Erze, die wir vielleicht durchballern könnten? Haben wir sogar wirklich. Wir sollten uns vielleicht mal darum kümmern, wie wir die Dinge bekommen. Kriegen wir hier Rich Slack daraus? Nee. Ich habe Machine Casing fertig. Ja, komm, kann man mal nebenbei machen. Ja, dann ich komme sofort mit dem Rest. Mhm. Ich habe noch mal ein bisschen Erz wieder nachgeschmissen. Ja, ich schmeiß alles. Wobei, warte mal. Gold ist einfach so. Ja, ist normal. Aluminium braucht man nicht in den Mengen, oder? Ja, haben wir auch kaum was. So. Nee, wenn man die Nether-Ores einschmilzt, kriegt man nämlich Gold-Ore bei rum. Deswegen. So. Ach, hast du den Rest hier schon liegen? Ja, ich habe ihn schon reingeschmissen. So, wir hätten eine Farming Station. Ja, warte mal ganz kurz. Ich muss noch was kurz. Warte. In den Mist. Ofen reinschmeißen. So. Die würde uns halt nur so gut wie nichts bringen. Die Farming Station? Ja. Hm. Weil wir haben halt noch keine Möglichkeit. Also, wir haben halt diese Ender Lily Seeds und das war's. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für ein Radius die hat. Aber die akzeptiert die Ender Lily Seeds. Das ist schon mal gut. Dann musst du mir nur erklären, wie du das machst hier mit der Farming Station. Ja, ich schließe jetzt erstmal an Strom an. Was brauchst du? Stromkabel? Ja, ich bin noch am überlegen, welche wir nehmen. Ich glaube, wir nehmen die billigsten. Gott, wenn das ein kurzer Typ bin. Was? Ja. So, okay. Jetzt sollte die nämlich Strom kriegen, genau. Jetzt hat sie. Oh Gott. Aber no, warum hat die no zu wenig Strom? No Powder, keine Ahnung. Wollen vielleicht gerade Strom. Braucht die gerade schneller Strom, als sie kriegen kann? Ja. 1000, 1000, 1050. Ja, verbraucht schneller, als sie kriegen kann. Dann müssen wir vielleicht das hier anschließen. Soll ich die wegcraften? Oder so. Soll ich die wegcraften? Best speaking English. Deutsch. No. So. Hat jetzt genug Energie? Ja. Jetzt packen wir die rein. Ja. Jetzt sagt er immer noch No Seeds. Warum sagt er No Seeds? Dann erkennt er die doch nicht. Soll ich mal andere Seeds ausprobieren? Mist. Ja, andere Seeds würden uns ja nichts bringen. Nee, vielleicht, warte, zumindest ist einfach nur zum Ausprobieren. Ja, kannst du machen. Habe ich auch reingeschmissen. No Seeds. Hätte doch gerade irgendwas gemacht. Und dann stand der No Ho. Er hatte keine Ho. Bitte lass eine normale Hoe craftbar sein. Nein. Ist kein Thema, warte, ich bring dir eine. Stopp, ganz ruhig. Und was für eine willst du mir bringen? Eine gute.
Ah, alle Might. Beispielsweise. Ja, bevor. Erstens, die funktioniert nicht. Mist. Und zweitens, leg mal Sticks wieder rein. Die kann man benutzen. Sehr gut. Time to farm. So. Aber angeblich noch Seeds. Die akzeptiert er nicht. Die Seeds? Nein, die Ho. Ah, eine Diamant-Ho kann man machen. Ja. Dann probier das mal bitte aus. Diamant-Ho? Jo. Ja, aber wir sind schon wieder bei 15:44 und wir haben jetzt wirklich nichts diese Folge gemacht. Doch. Ich war fleißig. Ja, gut, stimmt. Es war irgendwie peinlich, dass du das meiste bis jetzt an Produktivität gemacht hast. Also. Ein Rucksack ist schon. Aber ich kann noch weitergehen. Heiliges also. Kanonenrohr hat mich erschrocken. Ja, wobei, hier wollen wir auch keine haben. Bis dahin. Jo. Die macht er doch. So. Du musst sie rausnehmen, die restlichen. Ja. Warte. Ja, das Problem ist, er sammelt die auch auf. Gut. Das heißt, an sich kriegen wir zumindest bis zum nächsten Mal zu wenig. Warte. Haben wir Item Conduits? Nein, aber eine Transfer Note. Die. Kannst du mal bitte eine Kiste machen? Eine Kiste, klar. Ja. Wie groß soll die sein? Was für eine Kiste? Beziehungsweise? Ist vollkommen egal. Eine stinknormale Kiste einfach reicht. Ja, gut, wir haben jetzt leider. Nein! Was war das? Creeper. So. Warum habe ich die jetzt auch nicht ange? Wo habe ich eigentlich verkabeln gelernt? Garantiert nicht beim Elektriker. Ey, die Hälfte der Maschinen habe ich nicht verkabelt gehabt. Nur eine du Kiste bist hast aber du gesagt. Schlimmer so. Elektriker. So, ja. Soll ich sie anschließen? Über den Node stellen. Da drauf stellen quasi. So? Node. Nicht Farming Station. Entschuldigung. Das war jetzt links daneben. Ich hab hier noch rechts daneben. Willst du noch schaffen, da drunter zu platzieren? So. Ich hab's ja versucht. Oh, warum hast du es geerntet? So, das war er jetzt, oder? Ja, ich hab nichts gemacht. Ja, gut. Das heißt, so wird es funktionieren. Ergo, bis zum nächsten Mal haben wir hoffentlich jede Menge Enderperlen. Ich glaube nicht dran, aber naja, Hoffnung stirbt zuletzt. Ach ja, Jenny, hier. Jo. Hast den Kram wieder. Danke. Aber ich würde sagen, wenn ihr so geguckt habt, lasst Kommentarbewertung da. Etc, etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Cheerio. Tschüss.